Die Krähen, die haben sich heute recht rar gemacht, sind aber alle da und so stoßweise zum großen Futterplatz gekommen und haben sich die Sachen geholt. Allerdings war da große Alarmstimmung und ich konnte nicht erkennen, was. Aber etwas wesentlich Kleineres hatten sie jedes Mal hinten am Rockzipfel, wenn sie hier durch die Gegend geflogen sind. Irgendein kleiner Vogel ist da immer schimpfender und zeternderweise hinten dran und legt sich tatsächlich mit den Krähen an. Ich habe die Kamera mal draufgehalten, aber ich konnte trotzdem nicht erkennen, was für ein Vogel das ist, der da so dreist mit den Rabenkrähen umspringt. Bei uns hier im Norden hat es tatsächlich von jetzt auf gleich, von gestern auf heute, so einen richtigen Temperatursturz gegeben. Das ist so, dass ich sogar richtig friere heute. Von 30 Grad ungefähr, so in der Dreh, ist es runtergegangen. Jetzt bis auf, ja, so, es sollen Höchsttemperaturen von 23 Grad geben heute nach dem Mittag. Aber den ganzen Vormittag bewegen sich die Temperaturen unter 20 Grad. Ich habe wieder Glück heute mit dem kleinen Freund hier, der so wundervoll singt und wirklich ohne Unterbrechung sein Lied tirilliert. Und ansonsten sind eine Menge Spechte um mich rum, vom Buntspechten bis zu den Grünspechten. Und bei den Grünspechten hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich zwar nur aus weiter Ferne, aber dennoch sehen konnte, wie Junior gefüttert wird. Und Eiche hier ist auch wieder kräftig zugange, hier Sachen einzusammeln. Natürlich auch die Meisen und ich habe auch den kleinen Kleiber gehört. Es ist wolkig, die Sonne verschwindet immer wieder hinter dicken Wolken. Es weht ein stetiger Wind aus West, nicht besonders heftig, aber doch spürbar. Und also es ist tatsächlich so, dass wir um die 10 Grad weniger haben und dadurch, dass wir jetzt so lange mit so einer schwülen, heißen Wetterlage regelrecht gegart worden sind, ja, fällt das jetzt richtig auf. Man fängt sofort an zu frieren. Heute ist Mittwoch, der 28. Juni 2023. Bis weit nach dem Mittag soll es eigentlich ganz schön sein, das Wetter. Nicht zu heiß natürlich, ne? Also wie gesagt, so zwischen 20 und 23 Grad. Nachher, später, Richtung Nachmittag, Abend, ist tatsächlich auch wieder bewölkt und bedeckt angesagt und Richtung Abend sogar wieder Regen. Bei uns ist die Temperatur sozusagen mit einem Regentag so dramatisch gesunken. Vorgestern hatten wir kurzes Gewitter und auch Regen. Das hat aber noch nicht die ersehnte Abkühlung gebracht. Die ist erst gestern gekommen. Langsam und über Nacht sozusagen ist dann die Temperatur so weit gefallen.
Jetzt hat der Eichel hier doch tatsächlich die oder das Junge mitgebracht. Ich muss heute erst mal ins Reine sprechen lernen, glaube ich. Das ist ja unglaublich, was ich an Nachwuchs im Moment zu Gesicht bekomme. Bis auf die Rabenkrähen können mir fast alle Vögel hier im Umkreis, dass ich mal einen Blick auf den Nachwuchs werfen kann. Und die Eichel hier, die sind heute richtig laut zugange hier. Und wahrscheinlich ist der Kleine gerade mal so die ersten Tage selbstständig unterwegs, ja. Der Grünspecht, der Kleine, der hängt ja immer noch an Papa und Mamas Federzipfel, ja. Die sind so unglaublich schnell, man kommt kaum hinterher. Und durch das dicke Laubdach überall verschwinden sie dann auch irgendwo da drin. Man hört vielleicht was, aber man sieht nichts. Und dann auf einmal schießen sie wieder raus und fliegen in Windeseile woanders hin. Es ist echt schwer, da hinterher zu kommen. Eichel hier sind noch mal eine Nummer schneller und fixer als Krähen, ja. Aber sagenhaft, was ich heute für eine Show geboten kriege hier. Ja, ja. Und wieder tanzt mir der Pirol direkt vor der Nase rum. Und wie immer, ich darf nur hören, aber nicht sehen. Ist doch aber der Hammer, wie nahe, oder? Der muss wirklich unmittelbar direkt hier in meiner Nähe sein. Wann wird's mir gelingen, den mal zu filmen? Leider habe ich ihn heute auch wieder nicht sehen können. Aber vielleicht weiß ja jemand von den Zuschauern, was das für ein Vogel war, den ich ganz zu Anfang filmen konnte, der immer die Krähen vertrieben hat. Und könnte es in die Kommentare schreiben. Das fände ich super. Und bedanke mich schon mal für die Hilfe. Und ansonsten sage ich mal wieder Tschüss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Interesse und fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.